Ja, Ludwig Fresenius steht bei mir hier in Frankfurt im Cup Europa auf der Markengala und Sie werden ausgezeichnet, nämlich als Brand Legend. Brand Legend, wie fühlt sich das an? Das anfühlt, also ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mal gesagt. Als junger Mann investieren Sie ewig, die Dividenden sind mager. Als Alter wissen Sie gar nicht, was Ihnen passiert, Sie investieren fast gar nichts und kriegen Dividenden. Dann freue ich mich aufs Älterwerden. So habe ich das bislang noch gar nicht gesehen. Der Preis dafür ist halt, dass Sie dann leider mehr am Ausgang stehen, denn nicht am Eingang. Deswegen, das Tolle ist ja am Eingang, das ist alles, dann müssen Sie halt viel investieren. Aber Sie haben noch eine lange Reise. Heute auf der Markengala stehen Sie ja noch mal am Eingang, zumindest zur Markengala. Wie wird man denn als Mensch zu einer Marke, die Sie ja zweifellos geworden sind? Ja, das muss man leider ist auch wieder... Da können Sie zum Teil wenig dafür, weil das Schöne ist an der Sache, ich bin ja die Nummer 5. Eine Marke ist ja ganz klar, ist ganz wenige Marken sind nicht über die Zeit entstanden. Gibt es natürlich auch, heute gibt es ja, aber dann sind es spektakuläre Personen, so wie der Musk. Aber in der Regel ist es doch ein Fakt der Zeit. Ich bin halt die 5. Generation und komme aus der Dienstleistung. Sie sind ja gar nicht so weit weg. Und in der Dienstleistung ist es ja so, es gibt Leute, die meinen, weil sie es können. Ja, das heißt also, die meinen, das können. Das können ist ja selbstverständlich. Wenn sie es nicht können, sind sie ja Betrüger. Also das Entscheidende ist ja auch bei Ihnen in der Dienstleistung. Der Markt, man meint, dass man es kann. Und wir sind ja 175 Jahre alt geworden. Und da war natürlich die Idee, was machen wir, was machen wir, was machen. Da haben wir überlegt, eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Dann haben wir das alt und jung verbunden. Aber das Entscheidende ist eben, auch bei mir gerade im Institut Fresenius war immer das Entscheidende, der Markt meint, dass man das kann. Und da kann ich leider nicht so viel dafür, das waren halt schon mal 4 davor. War aber jetzt beim Deutschen Verpackungsmuseum, da habe ich vorgetragen, da war ich die 5. Generation. Vor mir war eine Dame, die 7. Generation. Und davor, dann vor mir direkt war ein Herr mit der 9. Also die haben noch ein bisschen mehr Anlauf gehabt. Ich merke schon, Sie sind ein bescheidener Mensch. Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, gab es einen prägenden Moment in Ihrer langen Karriere? Ein Moment, wo Sie sagen, der ist ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das ist wie der Mensch, die 5. Generation, die hat immer vor, alles zu machen und nicht das, was alle der Meinung sind. Alle haben gewusst, was ich werde, fand es nicht so gut. Und aufgewacht bin ich, habe ein neues Laborgebäude gebaut, hatte gar keine Ahnung, bin auch kein BWLer und hatte 9,5 Millionen Schulden und 5 Millionen Umsatz. Und das in der Dienstleistung. Können Sie ja nicht eine Maschine anstellen, die schneller wird. Und da, deswegen ist der Fresenius noch da, der hat das Rennen gelernt. Haben Sie denn vielleicht noch einen Tipp für junge Unternehmer? Wie wird man denn erfolgreich? Das Entscheidende habe ich ja versucht zu sagen, Arbeit, 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 Rennen, Rennen, Rennen und immer denkt nicht nur in eine Richtung, eine klare Richtung, aber immer nachdenken, denken, wo stehe ich, wo steht, aber das Entscheidende ist, machen, 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 immer wieder, also die Ausdauer ist wahrscheinlich fast das Entscheidende. Dann nehmen wir das so mit. Das Mutterschiff haben Sie ja auch. Sie müssen die richtigen Leute finden, mit denen Sie Ihr Ziel erreichen können. Das. Also eine Motivationsrede von Ludwig Fresenius. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf der Markengala.